Moin an alle da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also das hier ist ein ganz kurzes Testvideo, was ich eventuell hochladen werde. Einfach nur, um zu testen, wie sich das jetzt alles verhält. Und das scheint mir ziemlich laut zu sein. Ich glaube, so ist gut. Wir scheinen auch keine Troller zu haben oder sowas. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich spiele K6. Den mag ich ganz gerne. So, wir nehmen natürlich AD. Also 21.90 Meisterschaft und ganz normal Resistenzen mit AD. Ja gut. Was kann ich denn jetzt so reden? Eigentlich ziemlich wenig, bloß dass wir hier im Ladescreen ziemlich wenig Stress haben. Jeder hat eine Rolle, keiner streitet sich. Wir haben unsere Lieblingsrolle, Toplane. Ist eigentlich alles gut, ich kann mich nicht beklagen. Und das bei einem Normal Game? Tatsächlich, das hier ist nur ein Normal Game. Na gut, ich denke mal, wir sehen uns gleich im Ladebildschirm. Da kann ich euch schon mehr erzählen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe in diesem Video auch schon vor, also diese Analyse durchzuführen, die ich in meinem Kanaltrailer schon erwähnt habe. Das heißt, auch alle, die mich noch nicht kennen, ich habe vor, nur Selbstkritik zu machen. Ich werde nicht flame und niemanden anderen dafür schlecht machen, dass er einen Fehler getan hat. Ich werde immer gucken, wie ich die Situation am besten hätte regeln können, um das beim nächsten Mal besser zu machen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber auch so mögen vielleicht einige denken, aber League of Legends ist doch ein Teamspiel. Ja, ist es auch. Aber zum Beispiel, um in Solo und Duo Queue hochzukommen, muss man ein Einzelkämpfer sein und so funktioniert das am besten. Wenn man Kritik von anderen bekommt, weil man einen Fehler getan hat, habe ich mir so gedacht, dann nimmt man die Kritik an sich, denkt drüber nach und wenn sie nicht stimmt, lehnt man sie ab. Man schreibt aber nichts. Gut, dann kommen wir zu den Lanes. Wir haben Ezreal und Lulu Botlane gegen eine Jinx und ich denke mal Shen Support. Ich weiß nicht, wie stark Shen Support ist, aber ich tippe mal etwas schlechter, da Lulu eher das eher supportlastige Spells hat, denke ich, wird unsere Botlane gewinnen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Elias und Hecarim, beide starke Jungler. Elias mehr im Early Game, Hecarim etwas später. In der Midlane Galio gegen Yasuo. Galio wird stark, wenn er Magieresistenz. Nee, war das nicht so, wenn er ab Fähigkeitsstärke kauft, bekommt er Magieresistenz? Oder war das andersrum? Egal, auf jeden Fall ist er so AD und wird ihn mit Sicherheit auch zerschnitzeln. Da Galio auch Nahkampf ist, wird er nicht so gut poken können. Gut, und dann ist nur noch unsere Lane da. Wir kämpfen gegen so einen behinderten Garen. Natürlich kämpfen wir gegen Garen, ist auch ein Normal Game. Ja, ich bin mal gespannt, es wird nicht einfach. Vielleicht sogar total brutal schlecht, ich weiß es nicht. Also meinetwegen kann es jetzt losgehen, wir läden hier noch. Jinx. Die Jinx. Ich weiß auch nicht so richtig, was in den letzten Tagen mit YouTube los ist. Als ich gestern meinen Kanaltrailer hochladen wollte, sagte er mir erstmal, ja, 1600 Minuten. Ich so, was? Okay. Naja, nachher im Endeffekt hat 200 Minuten gedauert. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, das heißt 12 Stunden später, ist er immer noch dabei, das Video zu verarbeiten auf YouTube. Ich verstehe das nicht. Ich denke mal, die YouTube-Server sind überlastet, ansonsten kann ich es mir nicht erklären. Ich hoffe, dass es schnell behoben ist. Wäre ja eine Katastrophe, wenn ich jetzt mit YouTube starten möchte und das funktioniert einfach nicht. Mein Gott, Jinx, ey. Wir sind extrem lange im Ladescreen, das weiß ich.
Und ich glaube, ich werde das hier mal verkürzen. So, wir sind im Game. Ich werde gegen ihn mit Cloth Armor starten. Ziemlich viele Tränke, um zu überleben. Und dann los geht's. Okay, also er hat sich eingefunden, da ich mit 60 FPS. Obwohl, ne, er zeigt schon mehr FPS an. Ich dachte, jetzt bleibt er bei 60, aber weil ich Fabs auf 60 eingestellt habe, macht doch ein bisschen mehr. Man sieht, ich habe jetzt einen neuen Computer. Die Grafik ist einfach nicht zu vergleichen. Also auch audiomäßig jetzt alles viel besser. Wirklich, also da habe ich nicht mehr zu meckern. Und somit kann ich euch auch produktive, hochwertige Videos hochladen. Darum, das war eigentlich auch der hauptsächliche Grund, deutsche Sprache, schwere Sprache, warum ich eine so große Pause gemacht habe. Weil ich einfach diesen besseren Computer gebraucht habe und ja, es war vorher einfach Müll, Audio, Grafik, einfach Grütze. Und auch ziemlich anstrengend mit 20 FPS zu spielen und 27 Stunden lang zu rendern gefühlt. Nein, aber es hat zum Teil jetzt ein Video, was ich jetzt 20 Minuten render, hat vor 4 Stunden gebraucht. Das stimmt schon. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Gut. Ich habe natürlich jetzt die Kuh geskillt, um besser mit Garen traden zu können. Auch wenn er jetzt hier ins Gebüsch kommt, dass ich ihn ganz gut einheizen kann. Das machen nämlich viele, gehen hier lang. Und dann kann ich denen zeigen, wer der Stärkere ist. Auch mit den isolierten Damage sollte ich sein Damage übertrumpfen. Gut. Fuck, sorry. Hat er geklaut? Ah, ne, er hat nicht geholfen. Oh, böser Ezreal. Böser Bub. Okay, Garen scheint nicht zu kommen von hier. Dann stelle ich mich hier hin. Ah, der. Ja, der. Was? Lol. Da, wirklich jetzt? Okay, das war ein Fail. Okay, hier ist er isoliert. Habe ich mehr Schaden gemacht als er. Wenn ich Level 2 bin, werde ich wahrscheinlich meinen Jump nehmen. Und ihn dann versuchen zu killen. Okay, natürlich Fokus auf Farm, das ist mit das Wichtigste, was es hier gibt. So, nochmal ein bisschen runter machen. Ah, schade, ich habe den Auto-Attack nicht durchbekommen. Mist, Mist, Mist. Schade, der wäre tot gewesen. Mann. Aber ich wollte ihn halt so traden hinter die Minions, dann rennt er weg und dann ist er isoliert und dann ist der Schaden einfach nur tödlich. Hat aber leider nicht funktioniert. Mann, schade. Egal. Dann beim nächsten Mal ziehen wir den Auto-Attack durch und machen es dann besser. Aber so müsst ihr das Early Game auch mit Kha'Zix gestalten. Ziemlich aggressiv hinter die Minions auch. Lol, das leckt bei mir gerade ein bisschen. Also ich drück was und es passiert nicht. Ich denke aber mal, das liegt an den Servern. Oder an meiner Tastatur. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss die Batterien auch einfach mal austauschen. Das mache ich nämlich nie. So, schön traden. Warte mal, ich habe eben versucht, den Trank zu nehmen. Habe ich W gedrückt, weil ich habe es ja auch W. Und jetzt immer noch nicht genommen. Jetzt mache ich es nochmal. Immer noch nicht. Lol. Ich will aber den Trank nehmen. Jetzt. Lol. Ihr leistet es unten, also brauchen wir darum keine Sorgen. Uns keine Sorgen zu machen. Immer schön gucken, aber unsere Teammitglieder werden kriegen ganz schön aufs Maul. Ich bin mal gespannt, ob Ezreal jetzt wegkommt. Achso, ich habe eben W gedrückt und es kam einfach keine. Also keine. Ja. Kein Trank, sondern meine W kam nicht raus.
So, also er hat 15, wir haben 21. Ist jetzt nicht perfekt, aber es ist besser als seins. Was machst du da, hä? Wir sollten nicht tot sein, oder? Doch, sind wir. Mist! Verdammt! Okay. Gucken, was haben wir falsch gemacht? Also. Wir haben sein Damage unterschätzt und haben den Silence vergessen. Ja, ich denke mal, das wird es sein. Ich hätte niemals gedacht, oder eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass wenn er mich silenced, dass ich nicht wegspringen kann, was ja eigentlich klar ist. Doch, das habe ich vergessen und somit konnte er genug Schaden auch mit Ignite raushauen, um mich zu töten. Jetzt hat er Levelvorteil, wahrscheinlich auch noch mehr Farm, ja. Und macht Damage an unserem Turm, das ist sehr schlecht. Hätten wir ihn vorher gekillt bekommen, den wir den einen Auto-Attack hätten durchführen können oder gemacht, dann wäre es andersrum gewesen. Mist. Jetzt sieht es schlecht aus, jetzt müssen wir ganz vorsichtig spielen. Und auch mal um Hilfe bitten. Ja, sowas kann eine Toplane schon entscheiden, Mann. Einfach nur, weil sie Garen ist. Aber trotzdem können wir ihnen isolierten Schaden zufügen. Wow. Wow. Da kam seine Ulti-Animation durch. Wow. 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 Hätte die getroffen, dann wäre Sense gewesen mit uns. Dann hätten wir ihn wahrscheinlich nicht mal gekillt. Aber gut, jetzt war das Glück mal auf unserer Seite. Das und der Gank war nice, da lobe ich ihn für. Der war richtig schön. Aber an seiner Stelle hätte ich nicht so lange gewartet mit von wegen hier. Oh fuck. Oh, 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 oh. Oh, wow. Wir hätten weggehen müssen, ja. Das war ein Fehler von mir. Ich hätte da auch genauso gut sterben können und hätte es sogar verdient. Na gut, Hecarim hat uns auch ein bisschen gerettet, indem er die Spinne aufgehalten hat und so. Gut, was kaufen wir uns? Wir kaufen uns Damage, Schuhe, ein Ward und noch einen Trank. Schuhe für die Mobility, denn wir haben gesehen, wir sind ziemlich arschlangsam, was uns einmal einen Kill weggenommen hat, einmal einen Kill gekostet und eben fast wieder getötet hat. Ein Ward, um uns vor Elias zu schützen und den Trank für den Sustain und natürlich Damage, um Galen einzuheizen, obwohl, ja gut, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wie ihr seht, mag sich die Q und das ist auch eigentlich, das erklärt sich von selber bei K6. Es ist einfach so, die Q ist der stärkste Spell. Würde ich immer maxen. Gibt kaum Ausnahmen. Ja, natürlich bist du hier. Wir dürfen seine Ulti nicht vergessen, denn die macht uns tot. Ja, und auch noch geflasht. Ja, scheiße. Okay, was war unser Fehler? Wir haben nicht aufgepasst. Ja, da kann man wenig zu sagen. Wieder das Silence. Ich konnte nicht weg. Und gerade wo ich geflasht habe, kam auch seine Ulti durch. Das war natürlich nicht so schön getimed. Na Mist. Jetzt können wir wieder nichts machen. Jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Auf dieser Lane. Farmen unterm Tower, weil diven wird er uns nicht können, denke ich. Weil wir ihn ja auch so gut traden konnten. Bloß seine Ulti ist halt stärker als unsere. Und versuchen zu roamen nachher gleich und da unsere Kills zu holen. Wir werden jetzt sehr, sehr safe spielen, dass wir nicht nochmal sterben. Das darf nicht nochmal passieren. Was willst du, hä? Das war nicht gut. Seht ihr? Unterm Tower kann er uns nicht wirklich traden. Da muss er echt aufpassen.
Lu möchte eventuell hochkommen. Das wäre sehr, sehr nice. Er steht bestimmt hier im Gebüsch und wird mich gleich angreifen. Ja, und Yasuo, du kommst jetzt doch nicht. Nochmal wieder geheilt. Trank. Zack. Nice. Jetzt schnell weg wegen Elise. Also wir wussten, dass er keine Ulti hat. Wir wussten, dass er keinen Flash hat. Darum sind wir draufgegangen. Yasuo hat nochmal gut reagiert und ist zurückgekommen. Das war gut von ihm. Und dann habe ich die Ulti gemacht, um mich halt ein bisschen zu schützen. Damit er ein bisschen verwirrt wird. So. Und dann habe ich ihn auch ignited und musste nachher noch wegflashen, weil er mich, weil das Ignite von ihm ziemlich viel Schaden gemacht hat. Und er auch. Und zum Glück noch geheilt durch meine W. Ich denke, hätte ich keinen Healpot drin gehabt und hätte ich nicht meine W auf ihn gefeuert zum Schluss noch, dann wäre ich auch verreckt. Hundertprozentig, dann wäre ich auch verreckt, ja. Darum auch gut gespielt einerseits. Aber trotzdem, er hat jetzt Brutalisierer und das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Das grenzt ja schon an Schweinerei. Ich baue doch sowas auch nicht, also bitte. Wir können auch nicht jetzt von der Lane gehen. Wir können nicht, weil unser Turm dann fallen würde. Und dann hätten wir die Lane erst recht verloren. Ich komme aber auch nicht an die Minions ran. Er freeze, das macht er gut. Und direkt weg. Wir können uns das nicht leisten, da zu bleiben. Das würde nur unseren Tod kosten. So wie die letzten Male auch. Okay. Weg, weg, weg. Mit Hackerin können wir echt was anstellen. Okay, schade. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Aber was ich getan habe, was ihr vielleicht auch gemerkt habt, ich wusste, mit seiner Ulti könnte er mich killen. Und darum habe ich ein Invisible-Gen gespart, um damit ich seine Ulti dodgen kann. Ja, super. Ja, super. Scheiße! Das war extrem schlecht. Extrem schlecht. Meine Fresse. Da gibt es auch nichts zu analysieren oder sowas. Das war einfach nur schlecht. Mann, ey. Ich muss auch sagen, dass ich auf den Damage nicht so richtig klarkomme. Ist zwar keine Ausrede, aber... keine Ahnung, das ist... Na, Hecarim ist jetzt auch noch gestorben. Scheiße, ich glaube, dass dieser eine Kill am Anfang alles entschieden hat. Wirklich, ohne Witz. Das hat alles entschieden. Dass ich ihn nicht gekillt habe, aber er mich. Gut, was ich hier gemacht habe, nennt man Greed. Ich wollte ihn noch unbedingt haben. Aber er war nicht mehr da. Mist. Nee, wir haben keine Chance mehr. Jetzt ist vorbei.
Jetzt ist die Lane endgültig vorbei. Ich überlege auch, meinen Tower fallen zu lassen und zu roamen. Ich kann ihn so oder so nicht aufhalten. Jetzt würde er mich sogar diven. Nein, ich gehe Mitte. Das würde ich nicht aufhalten können. Habe ich nicht eben über irgendwas gesprochen? Irgendwas hat mich unterbrochen. Egal, ich pushe jetzt Mitte. Das ist schon. Ah, ich weiß, was ich sagen wollte. Aber erstmal, ich pushe jetzt Mitte, da die alle Bots sind. Garen muss sich top pushen lassen, da, den kann ich nicht aufhalten. Ja, was ich sagen wollte, ich baue Hydra auf Kha'Zix als First Item, auch keine Träne. Und das mache ich deswegen, weil wenn man mit Kha'Zix auf jemanden springt, Hydra aktiviert und W macht, sind die Minions um ihn herum tot, weil sie dadurch instant sterben und dann ist er. Okay. Wow. Dann ist er auch. Wie nennt man das nochmal? Isoliert, glaube ich. Ja, isoliert. Da war Garen, glaube ich. Und wenn er isoliert ist, macht das natürlich alles nochmal mehr brutalen Schaden. Und dann sollten wir eigentlich auch jeden Trade so gewinnen. Ich mache hier irgendwie so einen Lane-Swap jetzt. Ist auch nicht das Wahre, aber ich komme jetzt auch mal hoch. Zu dritt könnten wir ihn locker killen, denke ich. Er ist Level 12, ich bin Level 10. Er hat auch etwas mehr Farm. Na gut, da habe ich gut aufgeholt. Oh Mann. Schade. Egal, wir pushen jetzt am besten Top Lane. Ich will nicht Top Lane bleiben. Nein! Ich will das nicht. Ich bleib da auch nicht. Ich denke mal, das. Ja, wir müssen da weg. Wir können doch nicht fighten. Und Hydra hat noch einen Nebeneffekt. Lebensraub, Sustain für die Lane, den Kha'Zix unbedingt braucht. Und die immensen AD, der gut mit der Q stackt. Okay, ich habe jetzt viel gepinkt. Das müsste er eigentlich bemerkt haben. Und wenn er da jetzt bleibt, blickt er dem Tod schon ins Auge. Oh. Garen ist schon ein mieser Champion, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht so dafür bin, ja, der Champion mit OP und so, ist Garen an sich auch nicht, weil wenn er zerstört wird im Early, ist er nutzlos. Aber wenn er so wie bei mir jetzt, ich habe einen Fehler gemacht und habe ihm Kills gegeben und dann ist er einfach unbesiegbar. Also, er wird richtig zum Beast. Na gut. Wir sind jetzt Level 11 und haben somit die Resets auf der E, deswegen habe ich das doch evolutioniert. Weil das einfach nur imbar ist. Guck dich deine Items an, ey. Ist doch lächerlich. Ohne Scheiß. Natürlich bekomme ich gleich in der ersten richtigen Aufnahme so ein Garen ins Gesicht. Okay. Er ist back und das ist für uns ein Zeichen, den Tower zu pushen. Nice, wir haben leider viele Minions verloren, eben. Wenn wir die schnell clearen wollten, das ist nicht gut. Das ist schlecht.
Ja, jetzt hat er Sunfire, sag mal, will er mich verarschen? Ja, du kriegst mich nicht. Kleiner Homo-Fürst. Kleiner Homo-Fürst. Okay, ich muss jetzt leider wegflashen. Boom! Outplayed, man! Sehr schön. Sehr schön. Wir sind dann weggeflasht, weil er genau in dem Moment höchstwahrscheinlich die Ulti ziehen wollte. Ich glaube, man hat die Animation auch schon ein bisschen gesehen. Und dann sind wir etwas draußen geblieben. Yasuo hat sich um ihn gekümmert. Wir wussten, dass er es mit Sicherheit packt. Und dann sind wir nochmal reingesprungen und haben uns den nötigen Shutdown geholt für uns. Nice. Sehr schön. Wir beeilen uns jetzt, damit wir schnell... Nee, wir helfen unserem Team. Das ist jetzt das Beste, was wir tun können. Teamplay, weil unser Team ist gut. Da kann ich nicht meckern. Klar, auch so wie eben Yasuo mal nicht auf Pings geachtet, aber das ist halt mal so. Keiner ist perfekt. Oh, Yasuo. Aber Elise ist richtig dumm reingesprungen. Was will die denn? Komm, lass den Bot Tower ziehen. Weil sowas immer Objectives nehmen. Wenn sowas passiert. Garen ist nicht da. So. Oh, ein paar Minions natzen. Okay, weg hier. Ist nicht mehr sicher. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben Tower, wir haben einige Kills. Wir haben auch leider einen Verlust gemacht, aber den kann man noch ertragen. Der war ziemlich gering. Und ja, kann mich nicht beschweren. Jetzt gehe ich wieder Toplane. Lulu ist da. Also zu zweit sollten... Nein, ich glaube nicht, dass es so cool ist, was ihr da macht. Obwohl, er ist schwächer. Ich dachte, er ist wirklich stärker als die beiden. Well played. Nice. So, jetzt können wir auch den Toplane Tower ziehen. Weil sowas immer Tower machen. Tower sind mit das Wichtigste im gesamten Spiel. Allgemein Objectives, da kann ich euch den Rat geben. Macht sie. Zögert nicht, macht sie einfach. So, jetzt können wir ganz kurz tanken. Ja, was willst du denn? Isoliert macht ganz so viel Schaden. Nice. Unser Yasuo geht auch ab. Also auf den kann man sich gut verlassen. Ich weiß, dass das hier nicht so mein Glanzspiel ist. Das tut mir auch leid. Und, aber ich bleib ruhig, versuche mich zu verbessern, mach Farm, mach ein paar Calls. Mach Farm, ja. Ich mach Farm. Ja, komm, wir müssen abhauen. Hab ich Ulti gezogen. Oh, tut mir leid, Lulu. Ich kann nicht dafür sorgen, dass du überlebst. Tut mir leid. Ich kann aber wirklich nichts machen. Ich würde nur selber sterben. Und das wäre es nicht wert. Wirklich nicht. Also, ich habe sogar die Ulti von gemacht. Das kam vielleicht ein bisschen überreagiert vor. Aber wenn Galio, wie ich vermutet, auch richtig vermutet habe, die Ulti ab hat, tauntet er einen einfach gefühlt 10 Jahre und dann ist man tot. Darum bin ich da sehr, sehr vorsichtig gewesen. War anscheinend auch richtig. Ich habe ja überlebt. Lulu leider nicht. Konnte ich aber auch nichts dran ändern. Den will ich tot sehen. Sieht auch gut aus, dass er tot ist. Können wir uns den snacken? Nein. Aber wir können pushen. Farmen. Wirklich. Ohne Scheiß. Farm ist das Wichtigste. Größter Fokus. Wir haben jetzt sogar mehr als Garen. Wir stehen Tower für Tower.
Gut, er hat ein paar mehr Kills. Im Endeffekt hat er noch die Lane gewonnen. Aber wir sind nicht wirklich schlechter jetzt. Und jetzt pushen wir auch noch Mitte. Okay, jetzt muss ich leider ein bisschen hier raus aus dem Tower. Aber sonst kann Support Shen nicht viel machen. Ja, doch. Okay, scheiße. Ich habe keinen Mana mehr. Gut, ich bin aus der Ulti von Galio rausgeflasht. Die hat aber ja so früh genug... also man kann eigentlich da nicht rausflashen. Darum habe ich eigentlich nur einen Angstflash gemacht. Dass er, ich gebe es zu, das war ein Angstflash. Aber... Yasuo hat das super gemacht. Er hat die Ulti abgebrochen, bevor sie sich komplett aufbauen konnte. Denn sie macht ja mehr Schaden, je länger sie sich auflädt. Und das war wirklich grandios. Also unser Yasuo, auf den kann man sich verlassen. Der wird nachher auch einen Horner kriegen. Bei so, aber auf sowas kann man sich nicht nur Ranked Games verlassen. Dass man so einen guten Spieler im Team hat. Seht ihr, er macht den Garen einfach platt. Wow. 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 Da kann ich nichts anderes zu sagen. Also der Garen hat entweder ein... Es ist ein Glanzspiel von ihm, denke ich nicht, aber er hat auf jeden Fall nicht so viel Unglück. Auch wenn man nicht unbedingt alles auf Glück schieben muss. Ich muss auch sagen, er hat einige Sachen wirklich gut gemacht. Aber irgendwo ist das kein Talent mehr, was der alles überlebt. Das ist schon Glück. Ja, das kann man zu Glück zählen. Das ist auch nicht verboten. Wir hatten wenig Glück. Aber wir hatten auch mal Glück. Also ist das alles noch gut. Support Jinx. Aber sie hat Farm ohne Ende. Damit ist sie auch eine Gefahr. Muss man aufpassen. Ja, ist das nicht ein bisschen übermütig, was du da machst? Wir gehen erstmal raus. Wir haben ihn jetzt geholt. Weil, wenn er tauntet und wir sind da drin, sieht es schlecht aus. So, wir arbeiten zusammen. Das ist sehr nice. Wir bleiben im Team. Lulu macht währenddessen Garen klar. Macht sie doch mit links. Okay, gedodged. Tank kann das ab. Kriegt da noch einen netten Schild. Sehr schön. Ich habe extra so lange gewartet, weil wenn ich getauntet wäre, bin ich tot. Weil ich bin wirklich squishy. Und deswegen bin ich zum Schluss reingesprungen, um ihnen den letzten Schlag zu geben. Okay. Ich muss hier warden, aber ja, genau. Dachte ich mir schon. Was ist das denn? Was soll das denn? Nee, scheiße. Was ist falsch gelaufen? Warte. Hagrid hatte keine Ulti mehr. Lulu hatte keine Ulti mehr. Ezreal war nicht da. Und, also das ist jetzt keine Selbstanalyse an mir, sondern so ein bisschen schon Teamanalyse. Wir hatten keine Ultis mehr. Gut. Und, ich bin extrem squishy. Und ich stand alleine in 4 Leuten drin. Ja, kein Wunder. Ja, so war auch schnell down, als er in die Tanks reingesprungen ist. In die Tanks, was ich auch nicht richtig verstanden habe. Na toll, jetzt ist unser Inhibitor down. Ein Teamfight fail und schon Inhibitor weg. Das ist hart, aber so ist das Leben. Also kriegt wahrscheinlich nur maximal noch diesen Turm. Und wir haben es auch nicht geschafft, Jinx zu one-shotten. Deswegen wir auch nicht wieder wegspringen konnten. Also rausspringen.
Und ich denke mal, Ezreal sieht sehr, sehr tot aus. Ja, er schafft es. Hätte ich nicht gedacht. Und dann sind wir halt auch nachher schnell weggeplatzt, weil wir auch einfach reingesprungen sind. Ja, wir hatten halt Cooldowns und wir haben nicht richtig zusammengekämpft. Ich habe mein Ding in den Tanks gemacht, Yasuo hat sein Ding gemacht, Hecarim und Lulu waren hinten, haben ihr Ding gemacht und Ezreal hat auf der Botlane sein Ding gemacht. Und das darf nicht vorkommen. Ja, stimmt, wir haben 4 gegen 5. Da ist es auch nicht unbedingt Ezreals Schuld, weil wir haben 4 gegen 5 engaged. Das stimmt schon. Das war blöd. Gebe ich aber auch zu. Dann ist es nur verdient, dass wir einen Inhibitor weniger haben. Vielleicht ist das hier jetzt nicht so das coole Spiel von wegen Stompen und so. Okay. Oh lol, nein. Nein. Wieso hat sie mich geultiert? Nein. 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 Nicht ihr Ernst. War aber auch mein Fail ein bisschen, weil ich da rausgesprungen bin. Oh, scheiße. Ich weiß auch nicht, ob das so cool gewesen wäre, wenn ich drin geblieben wäre. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, weil ich auch ziemlich schnell wegplatze. Und jetzt, wo die alle Hecarim hinterher schäden, schön pushen hier. Hecarim kommt sogar davon. Musste aber, glaube ich, seine Ulti verwenden. Ja. Ich hole meinen Guardian Angel, das brauche ich. Lol? Was? Lol. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ding hieß. Hieß das nicht irgendwie, Ne, ich hab das wirklich vergessen, wie das Ding heißt. Egal. Ich muss sagen, dass unser Team eigentlich wirklich gut spielt. Eben nur dieser eine Fail, der mich halt ein bisschen ankotzt, der war aber auch unser Fehler, nicht nur vom Team. Auch, dass wir 4 gegen 5 engaged haben. Und... Aber ansonsten sind die echt nett, keiner flamed. Alle sind freundlich zueinander, sie können auch was, sie sind nicht schlecht. Und so ein Team, also was Besseres will ich auch gar nicht. Ich möchte auch kein Team haben unbedingt, was alles wegstompt, aber was alles Arschlöcher sind. Da möchte ich lieber so ein Team haben, wo das auch eine Herausforderung ist. Oh fuck. Der AD Carry darf nicht erwischt werden. Was? Ohne Witz. Was? Wie bitte? Egal, Yasuo hat aufgeräumt. Oh, lol. Was war das denn? Obwohl, das habe ich ja schon gesagt. Ja, sie hat Farm, sie hat Items, sie ist gefährlich. Ja, als ich sie anspringen wollte, sie hat ihre Crew perfekt gemacht. Das gebe ich zu. Das hat sie wirklich gut gemacht. Und dann... Ja... Hat sie mich einmal weggebasht. Ich habe das auch schlecht geregelt. Ich hätte sie erstmal killen müssen. Das war sehr schlecht. Also, eben, ich denke nicht, dass ich das hätte besser machen können, außer wegspringen. Aber ich wollte sie ja unbedingt tot haben. Was ich vorher hätte besser machen können, ist nicht Elise töten, erstmal, sondern mich erstmal um Jinx kümmern. Ich dachte aber, wenn ich jetzt Elise schnell töte, kriege ich mal Reset und ein Pio Pio und hier und da und alles schön und gut, aber war nicht so. Okay, muss ich mich drauf fokussieren. Erstmal Jinx. Besser machen. Aber unser Team hat hintenrum richtig gut aufgeräumt, deswegen wir jetzt einen Inhibitor bekommen haben und
Baron. Obwohl, scheiße, ich bin Botlane. Ja, geht da weg. Haut er ab. Ich muss aber Botlane deffen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und unser Team stirbt nicht. Nice. Oh Gott, das wird eine lange Aufnahme. Das wird eine lange Aufnahme. Gut. Wir haben Baron-Buff. Ja. Achso. Und noch eine Sache. Warum habe ich die W jetzt evolutioniert? Viele machen ja die Ulti. Mache ich manchmal auch, aber ich habe extrem viel AD. Natürlich jetzt auch wegen Baron-Buff. Und dann finde ich die W einfach besser. Weil die dann extrem viel Schaden macht. Und da es mir eher an Damage fehlt, als an allen anderen, als an etwas anderem, habe ich sie auch evolutioniert. Okay, jetzt ist so eine Zeit, da müssen wir aufpassen, aber die Gegner auch. Die dürfen auch keinen Fehler machen. Weil jetzt kommen so die Teamfights, das sind die spannendsten. Und die entscheiden über das Spiel. Was vorher gewesen ist, ist egal. Wer jetzt den Teamfight reißt, hat gewonnen. Und Ezzy macht da einen dicken Fehler. Oh. Oh, er aber auch. Aber Ezzy auch. Ezzy hat überlebt. Nice. Hinder. Weg mit ihm. Ich habe Ezzy geholfen. Yasuo, ich weiß, Yasuo ist richtig stark. Er konnte die anderen aufhalten. Und ich musste einfach nur Ezzy vor Garen beschützen in diesem Fall und helfen. Das hat Hecarim auch richtig nice gemacht. Er hat direkt reagiert. Haha, Double Kill. GG, well played. Ja, und deswegen auch ein großes Lob hierbei an Hecarim. Das hat er echt gut gemacht. Er hat reagiert. Ezzy hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat overextended. Aber als Ezzy overextended hat, hat Galio einen viel größeren Fehler gemacht. Er ist in uns reingesprungen und hat seine Ulti gezogen. Er dachte, seine Tanks kommen hinterher, aber die haben nicht uns gesehen, die haben Ezreal gesehen. Galio war tot und Ezreal ist davon gekommen. Und somit habe ich noch Ezreal geholfen und Hecarim, die Tanks zu kiten und zu töten. Also so wie Garen und Shen. Und währenddessen haben sich Yasuo, Lulu darum gekümmert, Jinx und Elise zu eliminieren. So, dann kommt ja noch das allbekannte Fazit von mir an diesem Punkt. Ich fand, das war wirklich ein schönes Spiel. Keine Glanzleistung von mir, viele Fehler, aber daran merkt man auch, dass ich mich verbessern muss. Unser Team war wirklich nice, davon wird jeder gehornert, ohne Witz. Die Gegner waren zum Teil auch ziemlich gut, haben auch ihre Fehler gemacht, wie üblich, aber trotzdem. Sie haben auch nicht wirklich geflamed oder sowas, außer Garen einmal sowas wie Tat Team, darf nicht sein. Das demoralisiert nur und das würde ich euch auch nicht raten. Deswegen mache ich, darum veranstalte ich auch diese Aktion von wegen sich selbst kritisieren und nicht andere, weil so entsteht das ganze Flame und das sorgt nur zum Verlieren. Und dieser K6, das irritiert mich, ohne Scheiß. Na gut, was ich dazu sagen kann, ich muss noch sehr viel lernen oder viel mehr richtig machen. Aber zum Schluss in die Teamfights hat vor allen Dingen unser Yasuo und unser Hecarim und unsere Lulu richtig gut gemacht. Außer das eine Mal, wo wir engaged haben ohne Ezreal, das war natürlich ein großer Fehler. Hat uns auch einen Inhibitor gekostet. Ansonsten ein spannendes Spiel, sowas nenne ich wirklich GG. Und dann zeige ich euch gleich nochmal die Stats. Bis gleich. So, hier sind nochmal die Stats.
So schlechte Stats haben wir auch nicht. Sie sind positiv, aber wir haben auch, boah, wir haben ziemlich wenig Gold im Team, muss ich sagen. Aber im Vergleich zum Gegner haben wir schon etwas mehr. Somit war unser Team besser. Gold earned. Ja, unser Team hat mehr Geld. Das Gegnerteam hat mehr Damage getankt. Unser Team hat mehr Damage gedealt. Auch mehr Damage an Champions gemacht. Ich denke mal, dass Yasuo den meisten Schaden gemacht hat. Ja, hat er. Ezreal hat ganz gut Schaden gemacht und wir haben sogar weniger als. Oh Gott, das ist echt schlecht. Da könnte ich mich selber reporten, aber es geht ja zum Glück nicht. Gut. Dazu kann ich noch sagen: Gehornert, Teamwork, 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 Teamwork. Elias war ein ehrenhafter Gegner. Jinx hat mich auch mal überzeugt. Galio, na, ist jetzt nicht lobenswert, auch weil er, glaube ich, durch seine Aktion zum Schluss das Spiel verloren hat oder durch diese Misskommunikation. Aber gut. Dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Das hier war nur mal so ein kleiner Test, um wieder reinzukommen. Das werde ich auch hochladen. Ja, das würdet ihr sehr, sehr wahrscheinlich nicht hören. Und viel Spaß. Kritisiert euch selber, würde ich sagen, ne? Und hört auf zu flamen. Bis dann. Ciao, ciao.